Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video mal kein Fortnite, denn Leute, wir werden uns Red Dead Redemption 2 anschauen. Wie die ein oder anderen von euch sicherlich wissen, bin ich ein Rockstar Games YouTuber gewesen, in Anführungszeichen, denn ich habe ja GTA gebracht gehabt und davor habe ich auch schon Red Dead Redemption gespielt und ich persönlich habe mega Lust auf Red Dead Redemption 2 und bin natürlich auch mega gespannt, wie das Spiel aussehen wird und eine kleine Abwechslung im Gegensatz zu Fortnite ist auch mal nicht schlecht. Ab und an mal so ein paar Videos, geht vollkommen fit. Und ich habe eine kleine Abstimmung gemacht gehabt und da haben sehr viele von euch dafür abgestimmt, dass ich so ein Let's Play dafür mache. Und Leute, ich habe auch mega Lust darauf. Das erste Mal, also diese Folge hier wird nur sein, dass ich das mal starte und wir schauen uns das Ingame an, wie es denn aussieht. Das heißt, ich werde noch nicht die Story spielen. Die Story werde ich erst jetzt demnächst spielen und werde dann davon Let's Plays machen, weil ich werde das Ganze vorproduzieren, so damit die Fortnite-Videos nicht darunter leiden. Das heißt, ich werde erst die Fortnite-Videos hochladen und dann, wenn ich damit fertig bin, werde ich das Let's Play zu Red Dead Redemption hochladen und das dann aber auch immer um gleiche Uhrzeit, beziehungsweise immer im gleichen Zeitraum. Wir werden einfach mal schauen, wie wir das Ganze am besten handeln werden, aber ich würde sagen, wir starten das Ganze mal. Ich habe das Spiel noch nicht gestartet. Das Installieren hat so circa 1,5 Stunden gedauert. Man hat sogar 2 CDs dafür gebraucht. Am besten, also tun mir die Leute leid, die das Ganze ingame gekauft haben, im PlayStation Store, das ist über 100 GB groß und no joke, das ist schon krass. Also zu Anfang haben wir jetzt dieses schöne Bildchen hier gesehen gehabt. Ich bin jetzt mega gespannt, was auf uns zukommt, Alter. No joke, ich habe das Spiel noch nicht gestartet, das ist das allererste Mal. Was geht hier ab, Digga? Boom, Alter, nice. Also der Anfang ist schon mal richtig lecker. So oldschool hat Rockstar, man kennt's, Leute. Und ich bin echt gespannt auf die ganze Grafik und so weiter, weil das Spiel ist ja jetzt so lange rausgezögert worden und da muss so eine bombastische Grafik her. Ich denke mal, dass dann auch GTA 6 so aussehen wird, also in diesem Grafikbereich. Wir haben hier natürlich die Oldschool-Einstellungen, man kennt's natürlich. Untertitel, ja, nur in Mission, würde ich sagen. Audio haben wir Surround, nee, haben wir Kopfhörer und wir sind hier am Start. So, Red Dead Redemption 2, wir haben hier X für die Story und Dreieck für Social Club. Ich würde sagen, wir drücken erstmal einmal Dreieck und schauen uns das Ganze mal an. Sichtbarkeitseinstellungen, bla 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 bla, bla 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 bla, nein, wollen wir nicht ändern. So, mal schauen, ich bin gespannt. Es gibt auch eine Begleiter-App, soweit ich weiß, da kann man nochmal auf seinem Handy dann so Sachen reinziehen. Was ist denn hier so? Ja, da sind ein paar Leute meiner Crew beigetreten, also hier ist nichts Interessantes, sehe ich gerade. Also es ist alles normal, nichts Besonderes, sagen wir mal so. Dann drücken wir jetzt einfach mal X zur Story und ich bin mega gespannt, was auf uns zukommt. Wir können schon bereits im Hintergrund etwas sehen. Die Grafik davon ist schon mal richtig geil, auch richtig cool animiert, wie der Schnee fällt und so. Mega nice, Alter. Deswegen, oh shit. Okay, das sind so Oldschool-Bilder, könnt ihr jetzt sehen im Hintergrund. Alter, Leute, ich bin so hyped, ne? No joke, Alter. Ich bin echt gespannt, wie das Spiel aussieht. Also als erstes, wie gesagt, machen wir noch nicht die Storyline, falls wir es nicht müssen. Also kommt jetzt drauf an, wie das Ganze aussehen wird. Ich weiß es leider nicht. Also wenn wir jetzt direkt die Story machen müssen, dann spielen wir das Ganze auch. Wenn nicht, Leute, dann schauen wir uns das Ganze erstmal an. So die Grafik, dann sage ich ein bisschen meine Meinung dazu. Und wie ich dann bereits vorhin gesagt habe, dann erst kommt halt das Let's Play von Hashtag 1 bis was weiß ich halt, wie viele Folgen es geben wird. Weiß ich leider noch nicht, bis die Story halt komplett durchgespielt worden ist. Also die Ladezeiten sind bekannt, ist nicht schlecht, ne? Also macht auf jeden Fall GTA Konkurrenz. Ich weiß ganz genau noch, wie es in GTA war, Digga. Ist genauso lang. Wir haben ja auf jeden Fall einen Blackscreen. Kommen wir jetzt irgendwo rein. Okay, rechts unten ist schon mal ein Ladesymbol. Oh, 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 oh. Es geht los. Im Jahr, bla bla bla. Okay, ja, das wissen wir. Oh, ich weiß nicht, was das ist. Amerika wurde ein Land der Gesetze. Ja, das stimmt auch. Alter, das ist echt cool animiert, Alter. Ohne Witz. Man merkt schon, dass in dem Spiel ein bisschen Liebe drin steckt. Selbst der Westen war zum Großteil gezähmt. Das sind so alte Geschichten, glaube ich, jetzt mal. Also so alte Erzählungen, wie es dann abgelaufen ist, glaube ich. Ein paar Banden trieben sich noch herum, doch sie wurden gejagt und zur Strecke gebracht. Okay. Rockstar Games präsentiert. Boom, Digga. Gänsehaut, Digga.
Boah, Digga, lecker, Digga, lecker. Das haben sie echt cool gemacht, so mit der Animation. No joke. Oh. Es geht direkt mit der Story los, Leute. Also spielen wir das Ganze mal. Ist wahrscheinlich die Einführung. Was geht denn hier ab, Digga? Voll die krasse Grafik, Mann. What the fuck? Okay, hier ist eher weniger. Alter. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Oh. Arthur! Any luck? I found a place. Alter, die Grafik, Leute. No joke, Digga. Was ist das? You know. Krass. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Sieht schon lecker aus, Leute. No joke. Also so grafiktechnisch, Bruder, auf anderem Niveau. Anders krass, Digga. Okay, wie geht's jetzt weiter? Schade, dass immer noch nicht so Synchronisation gibt, so auf deutscher Sprache oder sowas. Ist ja auch bei GTA so gewesen. Okay, Kapitel 1, Colter. Alles klar. Okay. Oh, der macht richtig Welle hier so. Hey, wollt ihr aufs Maul? Bring him in here! Ganz kurz, Leute, kann ich Pause drücken? Ja, Mann, okay. Naja, wir spielen mal weiter. Ich wollte gucken, ob man es doch auf Deutsch stellen kann, aber ist wohl leider nicht so. Naja, Leben ist hart. Wir können ja alle lesen. Und ein bisschen Englisch verstehen geht auch. Auf jeden Fall, Leute, bis jetzt echt überrascht von der Grafik. No joke. Bei Videos immer so von Spielen so in... Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Was ich sagen wollte ist, in so Trailern und so weiter ist immer so voll krass. Aber manchmal ist es in Spielen sehr schlecht. Oh man. John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out. See if we can find one of them. This? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, Ollie, for a moment. Er macht hier Welle. Now we've had, a bad couple of days. I loved Davey, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground in their stead, I'd do it gladly. But Alter, so geil animiert. We're gonna ride out and we're gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet. So they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We miss you. That's what happened. Come on. Oh. Hey,
You need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. Oh, shit, Leute. Ich glaube, jetzt geht's los. We need you strong. Okay, also. Achtet mal auf den Schnee, Leute. No joke. Das, diese ganz kleinen Details sind zu krass, Alter. Alter. Die armen Pferde, ist sie nicht kalt, Digga? Okay, also wir suchen hier nach Überlebenden auf jeden Fall. So viel weiß ich. So, wir können schneller reiten. Mit X-Spam. Bridge coming up. Take it easy. Benutze R1, um das Pferd zu verlangsamen. Okay. Oh, hey. Immer wieder Ruhe. Can't believe we lost Davy too. He's the last one, Arthur. No more. We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Pinkerton's tailing us in this. A couple more days, we'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. Hey, I think I see something up the path. Okay, die haben hier was entdeckt, oder was? Da brennt doch irgendwas, oder? Micah. Gentlemen. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davy doing? Well, he didn't make it. Nor did little Jenny. Keine Ahnung, wer das jetzt war, aber wir sollen ihm jetzt folgen, weil er irgendwo jetzt einen Hof gefunden hat, wo angeblich so ein Fest ist. Also, Leute, no joke, ne? Ich feiere diese Schneeanimation, Alter, das ist echt geil gemacht. Allgemein dieses Wetter so, Digga, das ist voll fresh gemacht, Alter. Ich verstehe nicht, der Typ führt uns irgendwo hin, wo es gar keinen Sinn macht. Er meint, ja, ja, er hat hier und da ein paar Sachen gefunden, aber er ist ja zurückgeritten, so, wisst ihr, wie ich meine? Aber hier sind so nicht wirklich Spuren von ihm und ihr könnt mir ja nicht sagen, dass es direkt fertig ist. You sure about this, Micah? Mr. Morgan. I never thought I would be so pleased to see your face. Been kind of lonely out here. Where's cool, dass man so interagieren kann. Old mining camp back up the hill, huddled around a fire waiting for daddy to put food on the table. Said it before. We got okay. Let's keep it down now, gentlemen. It's just okay. Ahead. Oh. Da unten ist wirklich das Haus. Er hat uns doch nicht gescammt. Bis jetzt. Okay. Let's head down there. Alter, ohne Witz. Ich komme auf diese scheiß Grafik nicht klar, Digga. Wie krass. Deine Gesundheit wird in der unteren linken Ecke angezeigt. Okay. Weil wir gerade miese Zeit mitleben, sehe ich gerade. Die äußere Anzeige zeigt deine verbleibende Gesundheit. Der Stand des inneren Kerns beeinflusst die Geschwindigkeit der Gesundheitsregeneration. Okay, alles klar. Nähere dich dem Anbindepfosten. Okay. Dreieck gedrückt, um das Pferd anzubinden. Machen wir. Ja, so schnell. Alter, guck mal. Der Jäger, diese Schneeanimation. Ich komme immer noch nicht klar, Leute. Das ist zu krass. Guck mal, wie viel Schnee hier liegt, Digga. What the fuck? You two, get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty looking degenerates.
Micah, hide behind that wagon. Arthur, you take that old shed on the left. Begib dich zum Schuppen und drücke R1, um in Deckung zu gehen. Bruder, welcher Schuppen? Arthur, take cover in that shed over there. Not there. Over in the cattle shed. Hä, Digga. Brudi. Hallo? Ah, jetzt, okay. Excuse me. Hallo? Oh, well, hallo, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. Ich glaube, er macht das mit den Faxen. Well, we got into some trouble up the way. Lost in the storm. Ah, gentlemen. We can't help you, mister. Oh, guck mal, einer kommt von hinten, der macht den 31er, glaube ich. Arthur, we got a problem. Folks, there's a corpse right here. Arthur, there's a body. Da ist einfach eine Leiche drin. I hear you. Just keep your eyes on Dutch. Bruder, ich will auch eine Waffe. Ah, Waffenrad? Oh, Bruder, ich hab sogar Butterfly dabei. Now, friend. I ain't asking for much. Bruder, wo sind die? Bam, Headshot, Digga. Was denkst du, wie du bist, Digga? Bam, Digga, Headshot. Ja, was denkt ihr, wer ihr seid? Ein rechter Bedrohungsmarker am Rand der Karte. Boah, Bruder. Hallo? Hallo? Sind sie auch ein Gegner? Digga, what the fuck? Oha, ich dachte, das sind meine Brees. Komm schon, Bruder. Mach keine Faxen. Bam, Digga. Wer bist du eigentlich? Okay, die haben einen 30er-Move gemacht. Die haben irgendwelche Leute ermordet, glaube ich. Hä, wo ist denn der Bre? Warte. Digga, what the fuck? Die Steuerung, auf die muss ich noch ein bisschen klarkommen, so. Smells like a party in here. Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. We need the essentials. Food, medicine, whiskey. Oh. Oh. Gesalzenes Rinderfleisch. Dankeschön. Untersuchen. Ach so, oh, okay. It's a strange one, all right. Maybe they're hiding up here too. There's a big price on. Oha, Digga, Ego, was geht denn jetzt ab? Nearly as big as the one on yours. Button called him dead. It's about the only thing me and Uncle Sam agree on. Huh. Looks like the poor bastard was married too. At some point. If we can't eat it or drink it, put it down. Der Kern deiner Gesundheit sinkt im Laufe der Zeit und ist jetzt leer. Solange er leer ist, verspürst du negative Effekte. Bruder, was kann ich machen? Okay. Ist etwas, um den Kern deiner Gesundheit ein bisschen aufzufüllen. Alles klar, Bruder, machen wir. Hm, lecker, lecker. Ah, okay. Wir könnten vielleicht die Frauen und Jack down here. Digga, hier ist Essen für 20 Leute drin, Digga. Gönn dir. Keep searching while I pack these on the horses. Grab anything you think we can use, then meet me out here. Okay. Also hier gab es auf jeden Fall Schlägerei. Können wir hier hoch? Oh. Digga. Ah, okay.
Revolvermunition. Okay, das war's dann wohl, glaube ich. Jetzt können wir hier raus. Ja, ich komme mit der Kamera nicht klar, Digga. Kann ich nicht in Ego gehen? Oh. Alter. Micah, Arthur, keep looking for stuff. Also die Ego-Perspektive ist geil. Micah, you search the cabin, see what we missed. Sure. Untersuche die Scheune, okay. Also ich weiß nicht, ob Ego oder Third Person. Weiß nicht so recht. Oh mein Gott, Digga, was geht denn hier ab? Hallo? Was willst du, Junge? Ja, willst du auf Schnauze? Sneaky little bastard. Should I kill him? No. Not yet. Find out what they're doing here and where Colm is. Oh, this son of a bitch would talk. Oh, sei mal nicht so böse, junger Mann. Won't you risk him? With the others. At an old mining camp southwest of here, near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Oh, Bruder. Oh. Ja, das war's dann wohl, Bruder. Hättest mich nicht attackieren sollen. So, hebe deinen Hut auf. Ah, da. Bruder, das sieht nach einem richtig stabilen Pferd aus, Bruder. Komm mit, Brudi! Is that bastard still in there? He's dealt with. Good! That looks like a decent horse. You should keep him. You need to hitch him. He's already skittish. So, Pferd anbinden. Ja, was geht denn jetzt ab, Digga? Was schreit ihr hier so rum? Digga, was ist denn das hier jetzt? Was geht denn hier ab, Digga? Tschüss, er holt. Dings, er holt Butterfly raus, Digga. Yes. Now, it is gonna be okay. We mean you no harm. Bruder, der sticht. Die sticht dich ab. Come on. It'll be okay. We need to get out of here and quick. Come on. Oha, Digga, wie schnell verbrennt das Haus? Wo bin ich denn hier gelandet, Mann? Egal, wenigstens ist ein bisschen warm. Ach, das arme Haus. Miss, it's okay. We're bad men. He ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. Also, Digga, die kann nicht viel machen, Digga. Ihr habt ihr Haus abgefackelt. Adler.
Adler. Sadie Adler. Mrs. I... He was my husband. Also war die Leiche ihr Mann. Okay, Bruder. Miese Zeiten. Also die Animation, Grafik etc. gefällt mir bombastisch, Leute. Da kann man nichts sagen, Digga. No joke. Hey, somebody's coming. Oh, was geht mit ihm, Digga? Was geht, Bri? Hey, everybody, Dutch is back. How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler. Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. Und die machen so erst so Wiederbelebungsmaßnahmen so. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Hey, nicht so recht radikal. Digga, bis vor so 2 Stunden hatten die nicht mal so was zum Schlafen, Digga. Er beschwert sich. Boah, meine Augen. Das geht so auf einmal hell, was ist das? He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry. I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. The situation were reversed. He looked for me. Thank you. Jetzt suchen sie den Ehrenmann. Und zwar den John. Und das sind normalerweise wir. Also wir spielen normalerweise John. He kept riding north, never looked back. You wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. Alter, wir spielen so schon seit halbe Stunde, fällt mir gerade auf, Digga, krass. Aber no joke, also jetzt nochmal, ich habe schon 100 Mal gesagt, aber Leute, die Grafik ist zu krass, Digga. Also lecker, ohne Witz. Sieht richtig heftig aus. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well... Seems somebody left recently. And da hat auf jeden Fall gechillt, jemand gechillt. So Freunde, jetzt hier an der Stelle, das sind schon über eine halbe Stunde. Hier machen wir einen Cut. Das war sozusagen die Anfangsmission, glaube ich. Und in der nächsten Folge spielen wir das jetzt weiter bis zum Ende, bis wir, denke ich mal, John gefunden haben. Und dann geht es auf jeden Fall weiter. Also bis jetzt auf den ersten Eindruck, no joke, mega, mega, mega geile Grafik,
mega geil, wie das Spiel aufgebaut ist. Man muss noch ein bisschen mit der Steuerung klarkommen, aber das kriegt man schon auf jeden Fall hin. Ich würde sagen, dann Leute, hier an der Stelle machen wir kurz einen Cut. Lasst mich gerne mal wissen, wie ihr die Folge fandet. Lasst mir gerne mal einen Daumen da. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Vielleicht war die Folge ein bisschen langweilig, weil Leute, das Spiel hat neu angefangen. Man muss sich erstmal ein bisschen reinarbeiten. Aber ich hoffe, dass die nächsten Folgen richtig actionreich werden. Und deswegen, Leute...